Hallo und herzlich willkommen zu den Inside Grand Prix News. Auch heute wieder mit aktuellen Meldungen aus der Formel 1 Boxengasse. Los geht's! Verdacht erhärtet sich. Ferrari und die mutmaßlich angeordnete Stallorder von Hockenheim, die Italiener werden jetzt mit neuen Vorwürfen konfrontiert. Aktuell veröffentlichte Funksprüche vom Rennen sollen verdeutlichen, dass man mit vereinbarten Codes kommuniziert habe. In Maranello will man dies nicht kommentieren, vielmehr richtet man den Blick nach vorn. Der Weg ist noch weit. Wir müssen bodenständig bleiben, weiterarbeiten, das Auto weiterentwickeln und am Ende der Saison wird man sehen, wo wir landen. Dieser Weg führt Ferrari auch über einen Umweg nach Paris. Dort müssen sich die Verantwortlichen in rund einem Monat wegen der Stallorder vor dem World Motorsport Council verantworten. Ausgang ungewiss. Neues aus Asien. Das Logo für den Grand Prix in Südkorea ist jetzt vorgestellt worden. Tradition trifft auf Moderne. Wie dem auch sei, vielmehr tauchen immer wieder Zweifel auf, dass die Strecke nicht rechtzeitig fertig werde. Nur noch 2,5 Monate. Streckenarchitekt Hermann Thielke verspricht schon heute viel Neues. Man kann natürlich eine neue Strecke nicht mehr so bauen, wie man sie früher gebaut hat. Man lebt auch nicht mehr in den gleichen Häusern, wie man früher gelebt hat. Es gibt heute viele Anforderungen an die Sicherheit. Es gibt Anforderungen an den Komfort. Deshalb sieht so eine neue Strecke naturgemäß anders aus als eine alte Strecke. In Austin, Texas soll ebenfalls Neues entstehen. In einem Jahr soll hier auf diesem Gelände der US Grand Prix stattfinden. Hermann Thielke schwärmt bereits. Das ist ein sehr schönes Gelände, ist in der Nähe der Stadt Austin. Austin ist eine fantastische Stadt. Man kennt sie hier bei uns nicht so richtig, aber es ist wirklich, viel los. Es ist eine junge Stadt, eine Studentenstadt und das ist richtig toll da. Ganz nah an der Stadt ist die Strecke und in einem hügeligen Gelände, sodass es richtig so hoch und runter geht und wir uns so ein bisschen austoben dürfen. Verurteilung. Der Ex-Manager von Michael Schumacher, Willi Weber, ist zu 2 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Der Grund? Insolvenzverschleppung. Da die Strafe auf Bewährung ausgesprochen wurde, muss Weber nach deutschem Recht nicht ins Gefängnis. Der 68-Jährige muss zudem eine Geldstrafe bezahlen in Höhe von 360.000 Euro. Ansonsten heißt es in der Formel 1, Schotten dicht und ab nach Hause. Die Sommerpause zwingt Teams und Fahrer nicht nur zur Erholung. Toro Rosso-Pilot Sebastian Buemi. Ich gehe zurück nach Monaco, um mich ein bisschen zu erholen und 1,5 Wochen später nach Salzburg zu Fitnesstests ins Red Bull Center. Da kann man sehr gut zeigen, dass man noch immer genauso fit wie zu Beginn der Saison ist. Danach machen wir Aufbautraining für Spa. Ein Beispiel, wozu man die Sommerpause ebenfalls nutzen kann, zeigt Jenson Button. Der 31-Jährige hat am Sonntag am London Triathlon teilgenommen. 1500 Meter schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer laufen. Buttons Zeit? Knapp unter 2 Stunden und 15 Minuten. Von wegen Beine hoch in der Sommerpause. Zu diesem Thema fragen wir genauer nach. Und zwar bei unserem Formel 1-Experten Christian Danner. Also Sommerpause heißt ja auch Zwangsurlaub. Die Teams machen dicht. Ab Mitternacht, bei den meisten zumindest, ist es so, Mitternacht, Sonntag auf Montag, wird die Fabrik zugesperrt und dann ist auch wirklich zappenduster. Da geht gar nichts. Da wird nicht mehr gearbeitet. Das ist eine vernünftige Regelung, denn nur so kann man seinen eigenen Leuten auch mal ein paar Tage Urlaub gönnen, ohne dass man dabei irgendwo ins Hintertreffen gerät, was die Entwicklung angeht. Danke, Christian. Und das war's auch schon wieder für heute. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Kira.